Herzlich willkommen zu einem neuen Video von kreativekirchte.de. Heute mal wieder ein Logo-Web-Editor-Tutorial. Es soll um die Anzeige von Temperaturen gehen, und zwar sowohl als grafische Anzeige wie auch in Textform. Man sieht, das Ganze hat relativ viele Möglichkeiten. Ich kann also jetzt hier sieht man die Temperaturanzeige als Zahl haben oder hier eben als grafische Anzeige in Blau und in verschiedenen Farben. Auch zuerst ist grün, dann wird es blau, dann wird es rot und dann wird es rosa. Das Ganze in einer aufgelösten Temperaturskala von 5 Grad. Wie funktioniert das Ganze? Schauen wir es uns zuerst mal ganz kurz in der Siemens Logo Soft Comfort Oberfläche an. Man sieht, ich habe also einen analogen Eingang. Ich habe in diesem Fall einfach einen analogen Verstärker genommen und einen analogen Merker als Ausgang. Ich habe eben minus 30 bis 70 Grad definiert, normalen Temperatursensor. Aber im Prinzip, was ihr hier dran habt an analogen Blöcken, ist völlig egal. Es kann so ziemlich alles sein. Schwerwertschalter, eine Überwachung, das ist egal, was ich da letzten Endes anbaue. Wichtig ist eben, dass ich einen Bereich einstellen kann, den ich nachher auch auswerten kann. Damit ich das Ganze im Logo Web Editor anschauen kann, brauche ich natürlich meine Parameter VM-Zuordnung. In diesem Fall habe ich den Analogverstärker eben, habe AX verstärkt. Das muss also immer ein Wert sein, der sich aktualisiert, der auch automatisch da ist. Ich habe einen Typ Word und Adresse 0. Ich habe das Ganze einfach schon mal dreimal eingefügt, weil ich eben verschiedene Anzeigen habe. Man kann also durchaus auch die gleichen Werte öfters mal einfügen. Wichtig ist, dass wir den Typ Word haben und die Adresse 0 und 2. Danach gehen wir kurz zum Logo Web Editor. Das Ganze sieht dann so aus, dass ich zuerst natürlich als Blocktyp VW nehmen muss. Blocknummer habe ich die 0 und ich muss natürlich auch wählen, dass die Minus gerade angezeigt werden, eben mit dem Signet und nicht Unsignet. Genau. Damit kann schon losgehen. Jetzt muss ich noch auf meine Anzeige achten. Ich habe einen Maxwert von 70, einen Minwert von 30 und Skala bedeutet, wie groß die Temperaturauflösung sein soll. Je größer ich natürlich den Max- und Minwert habe, desto größer sollte auch die Skala sein, denn wenn ich hier jetzt 1 Grad nehme, sehe ich natürlich erstmal nichts mehr. Habe ich dagegen nur 20 und 5, 20 und 5. Kann ich durchaus die Temperaturskala heruntersetzen, zum Beispiel auf die 1. Dann habe ich hier diese Farben, da klicke ich mal drauf, das ist das, was ihr vorher gesehen habt bei mir, dass ich verschiedene Farben eben genommen habe, hier zum Anzeigen der Temperatur. Kann man hier wählen, mit Plus kann man eben Bereiche hinzufügen, mit Minus kann man eben zum Beispiel auch nur zwei Bereiche draus machen. Wichtig ist, dass die zweite Ziffer immer eins niedriger ist wie die erste Ziffer, sonst geht es natürlich nicht, sonst überschneiden die sich eben 14, also hier sieht man es 8, 9, 14, 15 und speichern. Der aktuelle Wert ist im Prinzip genauso. Ich brauche für den Blocktyp VW, weil ich eben ein Word in dem Logo habe und als Blocktyp eben 2 und wieder das Signet und ich habe hier noch Grad Celsius genommen. Hier ist nur wichtig zu wissen, egal wie groß ich dieses Feld hier wähle oder wie groß ich das auch ziehe, die Anzeige ist hier immer die gleiche, also die Textanzeige, das ist anders wie jetzt zum Beispiel bei diesem Balken hier. Wenn ich den jetzt größer oder kleiner ziehe, dann ändert sich das auch nachher auf meiner Anzeige. In diesem Fall wird nur das weiße Feld eben größer. Und das Ganze hochladen und fertig. Mehr ist schon gar nicht, eine ziemlich einfache Sache und wirklich ganz toll. Wenn ihr nur Temperaturen habt, das kann ich euch kurz zeigen, wenn man jetzt mal dieses Signet rausmacht für Unsignet, dann kann ich jetzt bei Minwert, wenn ich da jetzt minus 30 eingebe und Enter bestätige, dann macht er sofort eine 0 draus. Erst wenn ich das Signet verwende, dann kann ich eben minus 30 auch eingeben und es bleibt auch drin. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Und wenn ihr so Fragen zum Logo Web Editor habt, nur zu damit, mal schauen. Vielleicht habe ich die Zeit dafür, das zu machen. Danke fürs Zuschauen.